Japan ist teuer. Falsch. Japan ist nicht günstig. Auf jeden Fall. Hier sind einige Dinge, die preislich erstaunlicherweise einigermaßen moderat sind. Übrigens hier ein neuer Hintergrund, diese Soundpanel. Habe ich auf Amazon gekauft für ein 20 oder so und hier hingeklebt. Aber die fallen schon wieder ab. Also bis jetzt ist die Erfahrung so ein bisschen durchwachsen. Zunächst mal Getränkeautomaten. Sind hier erstaunlich günstig. Günstiger als in Deutschland. In der Regel kriegt man hier ein Getränk für um die 100 Yen, das sind 78 Cent. Wohingegen, wenn ich das recht erinnere, in Deutschland schon mal 2 Euro oder mehr für eine Cola hingeblättert werden müssen. Im Flughafen dann auch mal 5. 2017 bin ich zurückgeflogen von Japan nach Deutschland und wollte eine Fanta haben, eine gute alte deutsche Fanta. Die schmeckt hier ein bisschen anders in Japan, ein bisschen weniger Orange, ein bisschen weniger Kohlensäure. Und deshalb dachte ich mir, oh ja, das hole ich mir jetzt. Am Automaten, noch im Flughafen. 5 Euro, wie gesagt, mittlerweile sind es wahrscheinlich 10. Auswärtsessen kann man hier auch relativ günstig. Zum einen gibt es immer Mittagsmenüs für um die 1000 Yen, also 7, 8, 9 Euro um den Dreh. Und zum anderen sind dann immer Getränke inklusive. Nicht Softdrinks, kein Alkohol, aber es gibt immer Wasser oder Tee. Außerdem zahlt man auch kein Trinkgeld. Das heißt, wenn man wohin geht und da steht 1000 Yen für das Menü, dann zahlt man 1000 Yen für das Essen, das Getränk und Trinkgeld, weil das gibt es ja nicht. Und das war's. Also man kann wirklich davon ausgehen, wenn da der Preis draufsteht, dann zahlt man den auch und fertig. Da kriege ich jetzt schon Panik, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland gehe und vergesse, Trinkgeld zu geben. Oder kein Kleingeld habe, wenn ich von der Toilette komme. Wo wir gerade davon sprechen. Toiletten sind natürlich auch kostenlos und man muss kein Trinkgeld geben. Also da sitzt niemand davor, der erwartet, dass man ihnen was gibt dafür, dass die Toiletten moderat sauber sind. Sie sind allerdings sauber hier, in der Regel. Nicht alle, aber die meisten. Und auch häufig. Also man kann durchaus durch die Stadt gehen und dann mal eine Toilette finden. Nicht nur am Bahnhof. Außerdem gibt es Wickeltische, was nicht schlecht ist, wenn man ein Baby hat. Außerdem Miete. Miete ist auch nicht unbedingt teuer. Kommt darauf an, wie alt das Haus ist, wo man wohnt, was für ein Typ des Hauses es ist und wie nah der Zug ist, die Station. Jetzt sind wir wieder hier. Ein bisschen Licht hier aufs Gesicht. Zack. So. Wir haben vorher in Yokohama gewohnt, relativ nah nach Tokyo Downtown. 30 Minuten mit dem Zug nach Shinjuku oder Roppongi. Und da haben wir 140.000 Yen gezahlt. Also, was ist das? 1.100 Euro ungefähr. Für 55 Quadratmeter. Also nicht super günstig, aber wenn man wie ich aus München kommt oder so, absolut vertretbar. In der Zukunft gibt es dazu noch ein Video. Was sind die Kosten? Was kann man erwarten, wenn man auf dem Land lebt, in der Stadt, in Tokio, in Kyoto und so weiter, aber nicht in diesem Video. Jetzt erstmal die Züge. Japan hat sehr gute Züge, aber die sind in der Regel auch sehr teuer. Wenn ich ins Büro fahre nach Tokio von Nagano, dann kostet es einfach 8000 Yen. Das sind ungefähr 65 Euro. Aber wenn ihr hier als Touristen herkommt, dann könnt ihr sowas verwenden wie den JR Pass. Damit könnt ihr für eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen in ganz Japan JR-Linien verwenden. Das beinhaltet auch den Shinkansen, den High-Speed Train hier, den ICE Japans, nur noch ein bisschen besser, und alle anderen Züge von dieser Gesellschaft. In der Regel lohnt sich das schon, wenn ihr ein bisschen rumfahrt, von Tokio nach Kyoto, vielleicht nach Hiroshima und wieder zurück. Außerdem gibt es noch andere, begrenztere JR-Passes, zum Beispiel den JR East Pass, der ist für die Tohoku-Region, das ist der nördliche Teil der großen Hauptinsel. Und es gibt auch das Seishun 18 Ticket, das ist relativ günstig, wird in drei Perioden im Jahr verkauft. Und kann 5-mal innerhalb dieser Perioden verwendet werden. Das heißt, ihr könnt 5 unterschiedliche Tage wählen innerhalb dieser Zeit und damit den Zug nehmen. Oder es können 5 Personen zusammen ein Ticket nutzen und am gleichen Tag reisen. Es gibt Einschränkungen, zum Beispiel der Shinkansen und andere High-Speed-Trains können nicht verwendet werden. Interessanterweise sind diese JR-Passes in der Regel für Leute, die in Japan wohnen, nicht verfügbar. Also nicht nur nicht verfügbar für Japaner, sondern auch nicht verfügbar für Nicht-Japaner, solange sie in Japan wohnen. Zum Beispiel für mich. Also ich kann keinen JR-Pass kaufen. Es gibt Ausnahmen wie den JR East Pass, aber die meisten sind für mich unerreichbar. Bisschen weiter. Okay. Hotels. Natürlich müsst ihr auch irgendwo unterkommen. Also nur hinfahren reicht ja nicht, müsst ihr auch wo schlafen. Und Hotels gehören wahrscheinlich dazu. Es kommt natürlich darauf an, wann man bucht. Ist es Montag, Dienstag oder ist es Freitag, Samstag? Freitag, Samstag ist natürlich teurer. Es kommt auch auf die Gegend an. Ist es Shinjuku in Zentral-Tokio oder ist es Saitama?
Natürlich ist Shinjuku teurer. Aber selbst in diesen Gegenden kriegt man günstige Hotels. Zum Beispiel Business Hotels, die sind nicht immer unbedingt auf den Seiten gelistet. Ich verlinke euch eins, da könnt ihr, wenn ihr auf der Seite direkt bucht, für ungefähr 30 Euro pro Nacht in Shinjuku unterkommen. Ansonsten in Tokio, die Gegenden um Nippori und Ueno sind relativ günstig. Kurzum, wenn man sich ein bisschen umschaut, nicht Top-of-the-Line-Hotels nimmt oder vielleicht das ein oder andere populäre Festival ein bisschen umgeht oder geschickt reist, sodass man nicht am Wochenende in den teuren Gegenden ist, dann kann man durchaus was machen, wenn es um Hotelpreise geht. Wenn ihr euch so ein Hotel anschauen wollt, das erstaunlich günstig war und erstaunlich schön, dann klickt bitte hier. Damit helft ihr auch dem Kanal, weil ihr YouTube sagt, dass ihr diesen Content gut findet. Also, hier.